Und damit steigen wir ein in die Abarbeitung und beginnen mit Top 1, Bericht des Oberbürgermeisters. Ja, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir vor der Sommerpause noch auf einige wichtige Themen an dieser Stelle einzugehen. Ich denke, wir sind alle froh und dankbar, dass sich die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen doch deutlich nach unten entwickelt haben. Wir sind uns sicherlich einig, dass nach den vergangenen oftmals sehr schwierigen Monaten diese Atempause zum richtigen Zeitpunkt kommt. Die Dresdnerinnen und Dresdner, insbesondere die Familien mit Schul- und Kita-Kindern, haben sich einen angstfreien Sommerurlaub verdient. Und seien wir ehrlich, wir alle haben diesen Urlaub bitter nötig. Durch die Beschlüsse des Rates konnte die Verwaltung sowohl im Kulturbereich als auch bei der Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche noch einmal Anstöße geben, die die Angebotspalette deutlich erweitern. Das ist nicht nur für die Branchen gut und wichtig, sondern auch für die Dresdnerinnen und Dresdner, die diese neu geschaffenen Angebote in Anspruch nehmen können. Genannt seien hier nur beispielhaft der Kultursommer und die Ferienangebote. Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorglosigkeit. Neue Mutationen und die Impfmüdigkeit lassen für die Entwicklung der Fallzahlen im Herbst nicht Gutes erahnen. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass das Gesundheitsamt, der Geschäftsbereich von Frau Dr. Kaufmann und das Presseamt gemeinsam Aktionen und Kommunikationsstrategien entwickeln, um das Thema Impfen noch näher an die bisher Unentschlossenen heranzubringen. Schon am Samstag startet dies mit einer mobilen Impfaktion zum ersten Heimspiel von Dynamo Dresden und zur Museumssommernacht. Dies sind genau die konkreten Aktionen, die wir brauchen, damit möglichst viele Menschen vor einem schweren Verlauf geschützt werden. Dafür ganz herzlich Dankeschön. Auch wenn wir eigentlich noch mitten im Pandemiegeschehen sind, ist es dennoch wichtig, dass wir unsere eigene Arbeit hinterfragen. Seit März vergangenen Jahres steht nicht nur das Gesundheitsamt im Fokus, sondern auch viele andere Ämter und natürlich nicht zuletzt wir als politische Entscheidungsträger in Verwaltung und Rat. Aus diesem Grund haben wir als Verwaltungsspitze einen Beschluss auf den Weg gebracht, dass wir Organisation und Entscheidung während der Pandemie untersuchen und bewerten lassen. Waren wir effizient? Wurden Fehler gemacht? Wo haben die Strukturen funktioniert? Wo hätten wir schneller nachsteuern müssen? Welche Schlussfolgerungen müssen wir ziehen und welche Maßnahmen müssen wir treffen, um auf künftige Pandemien besser vorbereitet zu sein? Um diese Fragen möglichst objektiv zu beantworten, werden wir uns externen Rat und Begutachtung einholen. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an das Hochwasser 2002, bei dem wir als Stadt einen ähnlichen Weg gegangen sind, der uns Erkenntnisse gebracht hat, die sich schon wenige Jahre später bewährt haben. Selbstverständlich werden wir Sie als Stadtrat über diesen Weg umfassend informieren und die Ergebnisse mit Ihnen auswerten. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, was mich allerdings tatsächlich zuversichtlich stimmt, ist die Tatsache, dass trotz der Pandemie viele Prozesse in der Stadtverwaltung mit Hochdruck weiterlaufen. Wir erleben gerade, wie ich bereits auch beim Sommerempfang ausgeführt habe, in vielen Bereichen einen regelrechten Boom. In dieses Bild passt eine sehr erfreuliche Nachricht aus Berlin, die ich Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat hat gerade aktuell 28 ausgewählte Projekte der dritten Runde im Modellprojekt Smart Cities bekannt gegeben. Der Antrag der Landeshauptstadt Dresden, IQ Intelligente Quartiere, hat die Jury überzeugt und wurde aus insgesamt 94 Antragstellungen für eine Förderung ausgewählt. Das Fördervolumen umfasst immerhin ca. 15 Millionen Euro. Gefördert wird die Erstellung von IT-basierten Konzepten für eine integrierte, nachhaltige und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Dazu gehört die Umsetzung entsprechender konkreter Projekte. Auf der Basis von INSEC und dem Organisationsentwicklungskonzept wird die Erarbeitung dieser Konzepte in der Landeshauptstadt Dresden und die Umsetzung erster Projekte in dem Förderzeitraum von ca. 5 Jahren erfolgen. Wir informieren Sie auch über dieses tolle Projekt dann fortlaufend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bilder
aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Diese unfassbare Zerstörung und die Trauer um so viele Todesopfer haben in uns allen Erinnerung an die Hochwasser von 2002, 2006 und 2013 wachgerufen. Mich haben zahlreiche Briefe und Mails von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, in denen diese tiefe Verbundenheit und Anteilnahme deutlich zu spüren ist. Selbstverständlich haben auch wir als Landeshauptstadt unmittelbar unsere Hilfe über den Geschäftsbereich von Kollegen Sittel angeboten. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich auch der Grünen-Fraktion, die mich darin bestärkt hat, dass wir hier ohne Zögern handeln müssen. Seit zwei Tagen sind nunmehr über 120 Kameradinnen und Kameraden der Dresdner Feuerwehr in Ahrweiler vor Ort und unterstützen die Menschen in ihrer Notsituation. Es ist sicherlich auch nicht alltäglich, dass eine Kommune mit Partnern der Zivilgesellschaft eine eigene Spendenaktion ins Leben ruft. Zur Unterstützung von Menschen, die in einem ganz anderen Landesteil leben. Doch zwei Dinge haben mich dazu bewogen, dennoch diesen ungewöhnlichen Schritt zu gehen. Zum einen sind zahlreiche Akteure an mich herangetreten mit dem Wunsch, gemeinsam als Stadtgesellschaft aktiv zu werden. Der Tenor in diesen Gesprächen und Nachrichten war immer gleich. Wir wollen etwas von der Hilfsbereitschaft und der Solidarität, die wir selbst erlebt haben, jetzt zurückgeben. Wir wissen um die Not, um die Verzweiflung und deshalb wollen wir handeln. Zum anderen wissen wir aus eigener Erfahrung, dass die Katastrophe längst noch nicht vorbei ist, wenn die Kamerateams schon weitergezogen sind. Deshalb werden wir eine Partnerkommune in der betroffenen Region identifizieren und die Mittel der Dresdner Bürgerschaft nachhaltig dort einsetzen. Denn wir wissen, dass es trotz Versicherungsschutz und Soforthilfe immer Menschen, Vereine und Initiativen gibt, die einfach durch das Raster fallen. Ich bin sehr stolz, Ihnen heute sagen zu können, dass auf dem Spendenkonto mittlerweile bereits 112.000 Euro von knapp 900 Spenderinnen und Spendern eingegangen sind. Jeden einzelnen von Ihnen meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Mitglieder des Rates, die Sommerpause ist ja auch immer ein Anlass, zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch über die eine oder andere Angelegenheit nachzudenken. Gerade hier im Miteinander des Rates haben wir durchaus turbulente Monate hinter uns. Vor einigen Tagen haben Sie ein Schreiben erhalten, welches ich mit Vertreterinnen aus Ihrer Mitte vorab diskutiert habe, welches die Vertreterinnen initiiert haben, und dafür gilt mein ganz herzliches Dankeschön. Ich halte den Ansatz für richtig, dass wir einen Prozess beginnen, bei dem es um verschiedenste Themenfelder in der Ratsarbeit geht. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal alle gemeinsam ausdrücklich einladen, sich an dieser Initiative zu beteiligen. Das Ehrenamt eines Stadtrates ist zeitaufwendig und komplex. Gerade deswegen sollten wir überlegen, wie wir in diesem Gremium miteinander umgehen, wie wir unsere Ressourcen einsetzen und welche Wirkung der Rat nach außen erzielt. Die Demokratie lebt von ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und Trägern. Und entsprechend respektvoll sollte ihr Engagement auch betrachtet werden. Leider ist die Wirklichkeit aber häufig eine andere. Und gerade deshalb ist es so wichtig zu überlegen, wie wir dies lösen können. Ich schließe mich ausdrücklich in diesen Prozess mit ein und werde mich aktiv und natürlich auch selbstkritisch daran beteiligen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns heute eine gute Stadtratssitzung. Vielen Dank.